Hofreiter von der Fraktion Die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Panama Papers sind eine eindrucksvolle Liste von Menschen, die davon betroffen sind. Auf der einen Seite die Superreiche, die die Allgemeinheit um ihre Steuern betrügen wollen, auf der anderen Seite Diktatoren und totalitäre Herrscher, die ihr eigenes Land ausplündern, dann des Weiteren Waffenhändler, Rauschgifthändler, Terrorfinanziers. Aber die Infrastruktur dieser Briefkastenfirmen, die all diesem dient, braucht in der Regel auch Unterstützung aus Europa, aus Deutschland, damit die Steuerkriminellen, die Waffenhändler diese Infrastruktur nützen können. Und Herr Schäuble, Sie reden ja sehr gerne von Law and Order. Und Sie haben ja jetzt auch einen Plan vorgelegt, wo Sie einiges umsetzen wollen. Aber wenn ich mir Ihr Handeln in den vergangenen Jahren anschaue, da kommen mir doch ziemliche Zweifel davon, ob Sie das wirklich ernsthaft umsetzen wollen. Denn wenn man das Besondere an diesem schönen internationalen Plan ist ja, und das hat ja auch Herr Mittelbach wunderbar dargestellt, ist, man braucht die Unterstützung von ganz, ganz vielen anderen Ländern, die unter Umständen unkooperativ sind, mit denen es schwer zusammenzuarbeiten ist. Und wenn man das alles dann am Ende wieder nicht umgesetzt hat, dann stellt man sich hin und sagt, ja, es tut mir leid, an uns ist es ja gar nicht gelegen. Es wäre ja möglich gewesen, wenn wir gewollt hätten, die anderen wollten nicht. Und das klingt dann alles gut, klingt dann alles harmlos, selber ist man nicht dran schuld. Aber warum setzen Sie denn eigentlich nicht die Maßnahmen um, die europäisch umzusetzen wären, die national umzusetzen wären? Warum stellen Sie nicht endlich Ihre Blockade ein, dass das Country-to-Country-Reporting endlich komplett transparent dargestellt wird, dass das endlich so umgesetzt wird, dass es wirksam werden kann? Deutschland ist da einer der Hauptblockierer. Und nicht nur ist Deutschland einer der Hauptblockierer dessen, dass endlich klar wird, welcher Konzern in welchem Land Steuern zahlt. Sie haben sogar noch selbst dafür gesorgt, als Bundesregierung, dafür, dass Konzerne, die ihren Hauptsitz in den USA haben, da komplett rausfallen. Und da sind so schöne Konzerne dabei wie Amazon dabei, wie Apple dabei, wie Starbucks dabei, von denen wir wissen, dass sie in ganz großem Umfang Steuervermeidung üben. Deshalb, wenn Sie das Ganze ernst meinen, setzen Sie endlich das um, was Sie hier umsetzen können. Dann schauen Sie sich die nächste Maßnahme an. Es gibt eine Transparenzrichtlinie auf Europäischer Union. Die Transparenzrichtlinie auf Europäischer Union ist schon von einer Zeit lang beschlossen worden. Warum ist das Transparenzregister eigentlich in Deutschland nicht längst umgesetzt? Und die Umsetzungsvorschläge, die es jetzt gibt, die sind lang nicht so weitgehend wie selbst in so Ländern wie Großbritannien und den Niederlanden. Das heißt, setzen Sie doch endlich die Transparenzrichtlinie komplett um. Sorgen Sie doch endlich für ein Transparenzregister. Und zwar ein Transparenzregister, das voll wirksam ist. Und dann schauen wir uns an, betroffen auf in Deutschland. In der Vergangenheit und zum Teil aktuell sind 28 deutsche Banken. Ja, gibt es denn keine Institution, die diese deutschen Banken kontrolliert? Wer ist denn da eigentlich verantwortlich für die Kontrolle dieser deutschen Banken? Ich glaube, da gibt es eine BaFin. Wie wäre es denn, wenn Sie endlich mal den politischen Auftrag geben und die BaFin entsprechend handlungsfähig machen würden, dass die BaFin endlich ihrer Kontrollaufgabe nachkommt und endlich dafür sorgt, dass keine deutschen Banken mehr in diesen Leaks auftauchen, sondern die deutschen Banken sich endlich an Recht und Gesetz in ausreichendem Umfang halten? Wie wäre es denn damit? Oder schauen wir uns die Steuerverwaltung an. Die Steuerverwaltung ist in Deutschland zersplittert in 16 föderale Steuerverwaltungen. Warum haben wir nicht endlich eine Bundessteuerverwaltung, wenigstens für die Superreichen und die großen Konzerne, damit wir eine Steuerverwaltung haben, die auf Augenhöhe agieren kann mit den großen Konzernen und mit den Superreichen. Das heißt, setzen Sie sich endlich dafür ein, dass wir für die großen Konzerne und für die Superreichen endlich eine funktionierende Bundessteuerverwaltung bekommen. Und wenn ich mir anschaue, wie der Zustand in Deutschland ist bei der Geldwäsche. Deutschland ist ein Zentrum der Geldwäsche. Wenn Sie mit Mafia-Experten sprechen,
dann wissen Sie, dass Geld, das erwirtschaftet wird in Italien, im Süden Italiens, in anderen schwierigen Standorten, wo es um Drogenhandel geht, wo es um Waffenhandel geht, dieses Geld wird in Deutschland gewaschen, weil in Deutschland die Kontrolle der Geldwäsche überhaupt nicht funktioniert. Also sorgen Sie endlich dafür, dass Deutschland kein Spitzenreiter mehr in der Geldwäsche europaweit ist und weltweit, sondern sorgen Sie dafür, dass Geldwäsche in Deutschland endlich effizient bekämpft wird. Und Herr Schäuble, deshalb, ja, Law and Order, ich fordere Sie dazu auf, setzen Sie endlich Law and Order bei der Steuerkriminalität und bei der Geldwäsche endlich um. Das ist Ihr Job und dann haben Sie auch uns auf unserer Seite, denn wir brauchen langfristig und mittelfristig endlich einen sauberen Finanzplatz Deutschland. Nur dann können wir glaubwürdig bei G20, bei G7 und bei europäischen Verhandlungen auftreten. So, wie Sie das bis jetzt gemacht haben, wird man Ihnen das nicht abnehmen und wir nehmen es Ihnen auch nicht ab. Als nächster Redner spricht